Magie, sagt der Duden, ist eine faszinierende, geheimnisvoll wirkende Kraft. Das Kino in dieser Woche kommt mit einem außerordentlich faszinierenden, kraftvollen Magiefilm daher. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche, unser wunderbarer Film in dieser Woche, Die Insel der besonderen Kinder. Ich möchte dir etwas zeigen, aber du musst versprechen, dass du nicht wegläufst. Die Insel der besonderen Kinder. Tim Burton, der große Kinomagier, verfilmte den gleichnamigen Jugendbuch-Bestseller von Ransom Riggs aus dem Jahr 2011. Wie immer bei Burton, siehe seine herausragenden Filme wie zum Beispiel Big Fish, Charlie und die Schokoladenfabrik oder Frankenweenie, steht ein sympathischer Außenseiter im Fokus des Geschehens, der 16-jährige Jake. Man rechnet nicht damit, dass etwas Außergewöhnliches passiert, aber an diesem Tag änderte sich alles. Sein Opa hat ihm einst seltsame Geschichten erzählt, von bedrohlichen Monstern und einem geheimnisvollen Waisenhaus, wo extrem talentierte Kinder ständig wohnen. Versprich mir, gut festzuhalten. Warte, was ist denn jetzt los? Komm, wir gehen zu den anderen. Als Grandpa stirbt, will Jake unbedingt herausbekommen, ob an dessen Erzählungen etwas Wahres dran ist. Natürlich wird er fündig. Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders bezeichnen. Hugh, mach dein Netz runter. Jake gerät in eine Zeitschleife, immer wieder 1943, wo Kinder mit speziellen Fähigkeiten seit Ewigkeiten leben bzw. sicher aufgehoben und geschützt sind. Da unsere Fähigkeiten nicht in die Welt da draußen passen, leben wir an Orten wie dem hier. Um uns zu schützen, erschaffen wir Zeitschleifen. Eine Schleife bewahrt die letzten 24 Stunden und man kann für immer hier bleiben. Doch der Frieden trügt. Fiese Untote sind im kriegerischen Anmarsch. Deshalb wird Jake dringend gebraucht, denn auch er ist ein besonderer Boy mit hochinteressanten Talenten. Von denen allerdings ahnte er bisher nichts. Und genau diese, seine ungewöhnlichen Begabungen, sind jetzt hier gefragt. Aber ich bin ganz normal. Nein, bist du nicht. Deine Bestimmung ist es, uns zu beschützen. Wovor? Wir nennen sie Hollows. Sie jagen uns seit Jahrhunderten wegen unserer Kräfte. Ich verspreche dir, wir werden kommen. Das düstere Charme-Duell Kinder gegen Monster und Mutanten kann starten. Tim Burton oder und ewig grüßt der schöne Schauer, der bessere Grusel, der Feinhorror. Mit köstlichen Tricks, skurrilen Figuren und ihren herrlichen Marotten. Claire, warum isst du nichts? Es ist dir peinlich vor Jake. Das muss es nicht. Und mit Action als schwarze Ironie, also Härte zwinkernd zelebriert. Choreografisch heftig kitzelnd. Der Film Die Insel der besonderen Kinder besitzt eine stimmungsvolle Spannungsatmosphäre und eine viel prickelnde Spannungsenergie. Mögt ihr schönes, faszinierendes, magisches Fantasy-Kino? Tim Burton hat es mit Die Insel der besonderen Kinder wunderschön und spannend angerichtet. Er präsentiert es in toller Hülle und mit prächtiger 3D-Fülle. Na logisch, 4,5 Pönis. Gary? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Meine aktuellen weiteren Filmkritiken findet ihr wie immer auf meiner Website www.pönack.de. In der nächsten Woche besuchen wir Tom Hanks mit seinem neuen Abenteuer. Aber wir haben jetzt nur ein Leckerli. Wir beide sind Tim Burton-Fans. Genau, und aus diesem Grund hatten wir ein Special über diesen besonderen Regisseur, das wir für euch morgen nochmal online stellen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.